Ihr werdet nicht mit gefährlichen Waffen auf mich schießen. Deshalb habe ich diese Paintball-Markierer mitgebracht. Obwohl ihr noch keine Ahnung habt, weiß ich ganz genau, was gleich geschieht. Mein Plan befindet sich in dieser Kiste, die die ganze Zeit über im vollen Sichtfeld der Zuschauer bleibt. Die Kiste ist verschlossen. Und ich habe hier diesen Schlüssel, den ich ihn dir geben darf, und du hängst ihn dir so lange über den Hals. Ja. Perfekt, wir kommen später drauf zurück. Danke, Olli. Gentlemen, ich werde euch gleich vor einige Entscheidungen stellen. Obwohl ihr fest davon ausgeht, nach freiem Willen zu handeln, werde ich versuchen, euch unterbewusst genau nach meinem Plan zu leiten. Ich stelle euch vor eure erste Wahl. Sie besteht darin, euch für eine der Farben zu entscheiden. Rot, Blau oder Grün. Ihr wählt die Farben, indem ihr nach Belieben die Plätze tauscht. Am Schluss werdet ihr die Waffe nehmen, die direkt vor euch steht. Tauscht bitte jetzt. Wie ihr wollt, fühlt euch frei. Ja, danke, Olli. Eins, zwei oder drei? Letzte Chance. Vorbei. Seid ihr so zufrieden? Mhm. Dann stelle ich euch vor eure nächste Entscheidung. Wer möchte als erstes auf mich schießen? Ich schieße. Senna? Mhm. Darf ich dich bitten, deine Waffe zu nehmen, mhm, den Lauf bitte dabei nach unten zu halten und den Finger noch vom Abzug, einfach so nach oben raus. Alles klar. Ich nehme dich mit, mhm, die Position. Genau, hier auf den Steg. Okay. Und um zu demonstrieren, dass die Waffe wirklich schießt, darf ich dich bitten, einmal auf diese Wand zu feuern, Feuer zu entsichern. Uhu. Alles einwandfrei? Ja. Perfekt. Ich werde dich nun vor deine nächste Entscheidung stellen. Und zwar die, wohin du schießen möchtest. Ich bin gleich deine lebende Zielscheibe und werde vor dieser Wand stellen. Es tut mir leid. Kein Problem. Okay. Überlegst du jetzt? Mhm. Achte auf jedes Wort. Okay. Ich versuche dir was zu suggerieren. Ich stelle mich an die Wand. Ah. Halte meine Hand hoch. Mhm. Wenn ich meine Hand runternehme, bin ich soweit. Okay. Okay? Alles klar. Daneben? Dann schieß bitte noch einmal. Mir leid. Grün an meine Brust. Sehr gut. Darf ich dich zurück auf die Position bitten? Sehr gerne. Ich stelle euch vor eure nächste Entscheidung. Wer von euch möchte als nächstes schießen? Okay. Regina? Ja? Kommst du zu mir? Hierher? Mhm. Auch du entscheidest dich bitte für eine Stelle an meinem Körper, auf die du zielen wirst. Mhm. Und geh auf Position. Vielen Dank. Hier bist du wieder zurück auf Position. Olli, kommst du zu mir? Auch du entscheidest dich für eine Stelle. Bist du soweit? Ja. Geh bitte auf Position.
Olli, nimm die Waffe runter, konzentrier dich. Schieß bitte noch einmal. Nun hast du gezielt. Die Flugzeuge in meinem Bauch. Naja. Ich bin ein bisschen zu hoch gekommen, sorry. Ich verstehe. Darf ich euch drei zu mir bitten? Stellt euch bitte in der Reihenfolge auf, in der ihr auf mich geschossen habt. Oh, Entschuldigung, ich vergaß. Nehmt ihr eure Waffen bitte mit. Den Lauf bitte nach unten halten. In der Reihenfolge, in der ihr auf mich geschossen habt. Ich fasse noch einmal zusammen. Ich habe euch vor verschiedene Entscheidungen gestellt. Zum einen, mit welcher Farbe ihr schießen wollt. Ihr habt frei die Reihenfolge verändert. Vom anderen, in welcher Reihenfolge ihr auf mich schießen wollt. Und eure nächste Entscheidung, eure dritte Entscheidung war, wohin ihr schießen wollt. Ich hatte einen Plan und ich hoffe, dass mein Plan funktioniert hat. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Zunächst möchte ich aber die Staatsanwälte fragen. Habe ich mich der Kiste genähert? Nein. Nicht? Nein. Hat sich irgendjemand anders... Nein. Auch nicht. Schlüssel mit. Vielen Dank. Hier drin befindet sich mein Plan. Dann wünsche ich dich bitten, auf den Deckel abzunehmen. Plan heraufzunehmen. Oh mein Gott! Leck mich am Arsch! Mein Plan! Mann.